Ja, doch, das Baba. Doch, der wird slappen, ja. Ey, dieser Spot sieht krass aus auf jeden Fall. Jo, was geht ab? Ich bin Edo Sayer, ich bin hier mit Palace von 808 Mafia. Und wir drehen heute die Jägermeister One-Shot-Session und machen einen miesen Slapper. Yes, sir. Also, pass auf, ich habe am Sonntag die Gitarren aufgenommen. Aha. Ich finde diese Gitarre ist so krank. Das ist krass, Killer. Aber dieser Part wird zu voll sein zum Draufrappen. Deswegen benutze ich den immer für Intro und Intro, Übergänge. Vielleicht auch Bridge. Und dann, genau, Bridge-mäßig. Dann kannst du halt so. Auf Beispiel, den Harmonien einfach. Genau, Harmonien einfach. Nicht so textlastig, genau. Ist, ja. Weil dieser Part wird zu voll sein, wo die zweite Gitarre reinkommt. Der erste Part. Aber wo dieser verhalte Chor reinkommt, auch Baba, Digga. Genau. Auch Baba. Und das wird Intro sein. Da mache ich das, wo der Chor reinkommt. Da kommen die Drums drauf. Das wird immer bei der Bridge sein. Und ich baue den einfach und Alex kann den ja eh schneiden, wie du möchtest dann, weißt du? Ja, ich ja, baue den halt super simpel, damit wirklich du mit deiner Stimme drauf glänzt. Okay, ja, ja. Wenn man im Studio arbeitet, ist es immer anders wie zu Hause. Weil im Studio muss alles schnell gehen und da muss die Idee halt direkt, du musst ja direkt catchen. Und man muss sich so vorstellen, dass da die Kreativität runter geht, die Produktivität höher. Und man muss ja viel probieren und du weißt nie, wie er aufgestanden ist und was er fühlt heute, was nicht. Und zu Hause ist halt entspannt. Das ist meine Favorite 808, die kennst du bestimmt von Drake und Future Desires. Kennst du sie? Desires? Ja, safe. Ja, da habe ich zum Glück mal die 808 geschickt bekommen. Baba Sample, ja? Was soll ich sagen, ja? Das ist halt eine sehr stabile Gitarrenmelodie gewesen. Was soll ich gefühlt haben? Hat ein bisschen, wie auch gerade eben gestated, diese nostalgischen Vibes gecatcht. Bisschen mit dem Chor, bisschen Verhalt, bisschen nachdenklich. Aber trotzdem wusste ich halt direkt, wohin der Beat führt. Und dass das so ein Southside-mäßiger, auf jeden Fall ein Slapper sein könnte, wo man mit Trio und Flow aus Prinzip einen 32er durchballern könnte. Hast du eine Lieblingstonlage? Boah, ich kann mich voll gut anpassen, aber ich bin eigentlich immer ein Major unterwegs. Okay, weil ich wollte mal gucken, ob das dir gefällt in der. Ich kann mal probieren, zwei hoch, zwei runter. Mhm. Ich probiere es mal. Könnte man, ja, doch. Ich probiere mal zwei hoch, okay? Jo. Damit du mal gucken kannst, wie der Vibe ist. War der vorher aber, glaube ich, sogar ein bisschen passender. Ja, 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 klar. Ich probiere nur durch. Das ist schon, der Beat ist ready, weißt du? Mal zwei runter vielleicht? Ja, mache ich gerade. Oder vier runter dann. Der ist zu tief, der ist viel zu tief. Da ist die 808 hittet da nicht mehr so geil. Ja. Als Produzent bist du nicht da, um dein Ego oder so weiterzubringen oder den heftigsten Beat zu bauen. Du baust einfach einen Beat, wo der Rapper glänzen kann, weil das ist dein Job. Dein Job ist nicht, irgendeinen Beat hinzurotzen, der übertrieben krass ist und 1000 Layer hat und dann kann er nicht drauf rappen. Mhm. Also das bringt ja nichts. Mensch. Das wird ganz normal Intro sein. Dann lasse ich kurz die 808 so mit dem. Ja. Weißt du, diese Nostalgie-Beat-Reifen, das ist krass. Und dann geht er direkt rein. Direkt mit diesen Vocal Chops. Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall ein bisschen hookmäßig rumgebounced, bin ich aber noch nicht ganz zufrieden mit. In der Regel fange ich halt einfach an, die ersten Flows ein bisschen mit Wörtern zu füllen. Und ja, sonst lasse ich halt einfach da in der Regel gefühlen freien Lauf. Ja, man, Musik ist ja nur Gefühle, man, weißt du? Auf den, so ist jetzt. Es kann sein, dass er morgen kommen würde und auf diesen Beat komplett was anderes schreiben würde. Auf den. Jeden Tag immer anders. Also, Edo ist wahrscheinlich der am meisten tiefst entspannteste Rapper, mit dem ich zu tun hatte. Deswegen hat dieser Vibe zwischen uns so gepasst. Jeder hat sich so seine Zeit gegeben, seinen Space und so. Und ja, man, Edo ist krass. Also wirklich, wie er geschrieben hat, wie schnell er die Hook und so halt hatte, das war unglaublich. Ich würde sagen, ich bin fertig. Was? Echt, das ist krass. Ja. Yo, crazy. Ich dachte, er ist noch bei der Hook. Ich wollte ihn noch erzählen, weil jetzt hat mir so einen ganzen Bildschirm voll. Jetzt ist Alex von Brock Boys dazugekommen. Der Ingenieur,
den ich am meisten vertraue in Berlin. Yes, Sirski. Und Edo ist fertig mit dem Songtext. Ja, und jetzt probieren wir noch ein bisschen rum und dann wird Edo aufnehmen. Yes, sir. Also auf den. Vielleicht brauche ich nur einen Text. Und dann bin ich weg. Diese Pause oder ja, vielleicht. Nee, nee, oder so. Vielleicht soll ich nur einen Space Text. Ist geil. Und dann bin ich weg. Nee, nee, mach für Space. Ja, ne, bisschen Pause lassen. Immer wissen, wo der Jesus ist. Ja, ja. Desto besser. Ja, immer, weiß ich mal. Vor allem in der Hook, Alter. Und du fühlst dann voll. Und dann kann Alex so Effekte im so Verse kann man diese durchballern, aber in der Hook finde ich gerade da die. Ja, ja. Ja, doch, das Baba. Doch, der wird slappen, ja. Der wird Killer. Ich glaube, der wird böse. Also eigentlich bei fast jedem Song, wenn man einmal Bock darauf hat, denkt man sich geisteskrank. Dann gibt es noch ein paar Songs, wo man wirklich Gänsehaut kassiert und wirklich merkt, okay, das wird big, big. Aber eigentlich jedes Mal, wenn man das fertige Produkt hört und zufrieden damit ist in dem Moment und es den Vibe immer noch catcht und man jetzt nicht irgendwie unterwegs, keine Ahnung, in 2 Stunden Bock auf den Song verloren hat, ist immer so, dass man sich den reinzieht und den ersten Tag denkt, boah, Alter. Geistkrank, was habe ich getan? Kannst du vielleicht einfach mein Dingens, dass ich mich höre, ausmachen, mich muten, kurz, wenn ich aufnehme? Dass du dich nicht hörst? Wer, Baba, ne? Dann höre ich dich nicht mehr, das ist ein bisschen problematisch. Dann musst du mir ein Handzeichen geben, weil sonst höre ich hör dich nicht. Ach so, oh shit. Vielleicht brauche ich nur einen Text und dann bin ich weg. Kauf mal ein Haus und dann bin ich raus, ab in den Jail. Sag mir, du fährst, Baby Girl, sag ich so sech. Oh shit. Okay, warte. Ich muss Bock auf den Song haben, wirklich. Ich darf den Beat nicht überhört haben. Ich muss einfach Bock haben, irgendwie da reinzugehen, diesen Beat hops zu nehmen und wieder rauszudippen. Oft auch so, dass ich allein sein muss zum Aufnehmen oder alleine am ehesten aus mir rauskommen kann, aber ist immer abhängig von der Situation. Also, ich würde dann einfach einsteigen. Also ich mache ein bisschen Adlib, Action, Harmonien. Aber ah, okay. Dann lass dich jetzt einfach laufen. Du sagst mir. Cool. Baby Girl, sag es uns echt, bitte warte auf nichts. Sag mir nur, wann bin ich jetzt? Vielleicht brauch ich nur einen Text und dann bin ich weg. Bro, sehr heftig. Ja? Sehr crazy. Gefällt uns sehr gut. Killer, ja, Mann. Danke. Geil, Mann. Freut mich. Okay, Song ist fertig, Song ist im Kasten. Jetzt geht's ans Video, jetzt geht's ans Eingemachte mit meinem Man Benny 030. Müsste auch hier sein, ja? Fühlt euch im Abend, fühlt euch herzlich im Abend. Fühl du dich im Abend, ja. Ich würde sagen, wir können auch mit dem Video einfach direkt hier im Studio anfangen. Weil du hast ja auch viel, so, weißt du, so, du schreibst einen Text und so weiter, bis du eigentlich weg bist und so, sprich, Text schreiben, aufnehmen und so, ist natürlich Studio-Vibe. Wir haben hier draußen noch eine krasse Gitarrenwand vom Studio aus. Da können wir vielleicht auch was mitnehmen, ein bisschen Atmosphäre schaffen und so weiter, noch ja, das Video. Das hat, ja. Damit es noch ein bisschen anderen Look hat als jetzt für die Session und so. Ja. Guck mal, ich habe hier noch ein etwas stranges Objektiv dabei. Und zwar so eine Makrolinse, sprich, ich kann damit richtig nah an Sachen fokussieren, weißt du? Ah, okay. Also ich komme so nah mit keinem normalen Objektiv, sondern ein bisschen so auf Mikroskop-mäßig. Babasache. Dann gehen wir noch ein bisschen auf die Straßen raus. Yes, sir. Dann haben wir ein geiles Video zum geilen Song, oder nicht? Mhm. Dieser Spot sieht krass aus auf jeden Fall. Ich würde es so geil finden, wenn Edo oben runterläuft, ich unten runterlaufe oder so. Das könnte schon geile Bilder sein. Hat sich gerade was passiert? Nee, ich habe einen Tatvorwurf. Oh. Bei wie viel sind wir gelandet? Bei 10 Euro sind wir gelandet. 10 Euro, oder 10 was? 10 Euro sind wir gelandet. Scheiße, Mann. Ich glaube, wir sind out of budget schon langsam. Fühlst du den Spot? Ja, du hast safe. Das sieht genau aus, ja. Ich meine, du geh die. Also, Benny, ich weiß, du hattest dich drauf gefreut, aber die Polizei hat es jetzt gerade aufgelöst. Hey, du, wollen wir noch mal die Treppe lang laufen? Ja, okay. Müde, viel gearbeitet, war aber übel geil. War richtig krass. Und dann bin ich weg, kauf mal meinen Haus und dann bin ich raus, ab in dem Chat. Sag mir, du fährst, Baby Girl, sag, ist es echt. Wart auf nichts, sag mir nur, wann bin ich jetzt?